Was machen eigentlich Isolation und Kontaktbeschränkungen mit uns? Vor allem ein geringeres Selbstwertgefühl, wie Forscher ganz aktuell herausgefunden haben. Doch das verstärkt nur das Problem, das viele schon grundsätzlich kennen: Selbstkritik, Erfolgsdruck, Versagensängste. Wie kommt man da raus? Wie sollten wir Leistung und Erfolg für uns jetzt neu definieren? Dazu fragen wir den Coach und Berater Helmer Rudolph. Helmer, schön, dass du bei uns bist. Großes Thema für ganz viele Menschen, die Selbstkritik. Warum sind wir denn oft so kritisch mit uns selbst? Weil das ein unabdingbarer Teil unseres Lebens ist. Weil nur die Kritik, die eine Art von Vergleich darstellt, uns letzten Endes voranbringt. Weil wir ja vergleichen wollen, das Alte mit dem vermeintlich Neuen. Und dann, wenn uns das Alte nicht mehr gefällt, eben unser Denken ändern, unser Verhalten ändern. Um unsere Handlung ändern, um eben was Neues zu erschaffen. Also ist das völlig normal. Nicht normal wird es dann, wenn es lebenswidrig wird, wenn es destruktiv wird. Was passiert denn da mit uns? Also ich habe immer gelernt, so schon auch von meinen Eltern, ja, so eine gesunde Selbstkritik, die schadet jetzt nicht. Was passiert denn, wenn es destruktiv wird? Also was passiert in dem Moment mit uns? Naja, das ist destruktiv, heißt lebensabbauend, zerstörerisch. Chaotisch. Wir entziehen einer Sache die Energie. Und im Gegensatz dazu stünde halt Sachen mit Energie versehen, Ordnung schaffen, Struktur schaffen. Und wenn diese Selbstkritik eben zu so einer Ahnungslosigkeit, Sinnlosigkeit, Unklarheit führt, dann sind das natürlich alles abbauende Prozesse. Und wir wollen uns schön positiv halten, wir wollen uns optimistisch halten und durch die Kritik letzten Endes was verbessern, nicht irgendwas verschlimmern. Wo man es ganz deutlich immer erkennt, wie man bewertet wird und wie Kritik auch von außen auf einen eindringt sozusagen, ist das Thema Schule. Wenn ich mir überlege, ich war auf einem naturwissenschaftlichen Gymnasium, so aus heutiger Sicht, völlige quatschige Entscheidung, weil das war einfach die nächste Schule, aber ich bin absolut null gut in Naturwissenschaften, sondern eher so sprachlich, musisch, kreativ, sehr, sehr gut. Das heißt, ich war wirklich nicht gut in der Schule und habe dann am Ende gedacht, als ich raus bin mit meinem Abitur, boah, ich kann ja gar nichts, weil ich eben in Mathe, Physik und Bio nicht gut war. Wie finden wir denn raus, wie wertvoll wir eigentlich sind? Das ist eine interessante Frage. Wie finden wir das da heraus? Da gibt es sicherlich mehrere Herangehensweisen. Die erste, die ich jedem ans Herz legen würde, ist erstmal mehr über sich selbst herauszufinden. Und das geht ja über Astrologie, Numerologie, Kartologie etc. Da gibt es ja verschiedene Methoden, um einfach mal zu gucken, unter was für einem Rhythmus wir individuell laufen. Und ich denke mal, viele Leute wissen das nicht, weil sie diese Themen abgetan haben und natürlich auch, weil diese Themen in der Schule nicht behandelt wurden. Denn wären sie in der Schule behandelt worden, wären sie für uns jetzt genauso natürlich wie Deutsch, Mathe und Sport. Aber sind sie nicht. Also sind sie so ein bisschen außerhalb von uns. Und wenn wir dann uns mal auf den Weg machen, sie besser kennenzulernen, dann lernen wir uns dadurch besser kennen. Und wenn wir uns besser kennenlernen, dann wissen wir auch, was uns individuell liegt. Denn das, was uns liegt, muss nicht notwendigerweise unseren Freunden liegen, unserem Ehepartner liegen, unseren Geschwistern liegen. Wir sind da ja alle individuell. Und einfach sich mal auf diese Suche machen. Leider, wie gesagt, unser Schulsystem hat da meines Erachtens komplett versagt, uns Informationen zu vermitteln, die uns selbst anbelangen. Also wir wurden in allen möglichen Fächern unterrichtet, alle separat voneinander. Und dadurch wurden wir, ich möchte mal sagen, zu Fachidioten, aber wir haben das große Bild nicht gesehen. Und wir haben vor allem uns innerhalb dieses großen Bildes nicht gesehen, denn die Welt um uns herum, das Universum ist ein Kosmos, ist eine Ordnung, überall Ordnung und Struktur, Haus, Kamera, Laptop, Auto, Straße, alles Ordnung und Struktur. Aber wir wissen herzlich wenig über die Ordnung und Struktur, die wir selbst sind und selbst darstellen. Wie kann ich das angehen, wenn ich das jetzt mal rausfinden will? Weil ich glaube, das ist tatsächlich ein Thema, das viele interessiert, die jetzt da sagen, naja, ich weiß überhaupt gar nicht, auch im Job später, was bin ich eigentlich wert? Man guckt immer die tollen Kollegen, die da laut vorne stehen. Was bin ich da eigentlich wert? Das ist ja nicht nur ein Schulproblem. Wie geht man das Thema an, wenn man da jetzt sich mal auf die Suche nach sich selbst macht? Nun ja, eine gesunde Neugier ist erstmal ein guter Startpunkt. Und dann hat ja wirklich jeder, zumindest jeder, der das hier sieht, Internetzugang und kann dann einfach mal nach ein paar Stichworten gucken, Selbsterkenntnis,
selbst, noch nicht notwendigerweise Selbstwert, aber man kann ja mal gucken, Astrologie, Numerologie, Geburtstag, Bedeutung, Sternzeichen, Tierkreiszeichen. Also da gibt es ja reichlich Stichworte, unter denen man sich mal so ein bisschen schlau machen kann. Es gibt ja auch viele Videos im Internet, die das erklären. Die numerologische Analyse des Namens, des Geburtstages, die astrologische Analyse oder eine Kartenanalyse. Also da gibt es ja viele Möglichkeiten. Und das ist ein bisschen wie ein Kaninchenbau, weil das fängt grob an und kann dann ganz schön in die Tiefe gehen. Aber in dieser Tiefe ist oft auch ein sehr großer Wert drin. Und der führt dann dazu, dass man sich besser kennenlernt und nicht nur sich selbst, sondern auch andere, weil man ja andere genauso analysieren kann wie sich selbst. Und so kann man auch ein besseres Verständnis aufbauen zu denen oder deren Handlungen. Das ist eine interessante Beobachtung. Wir Menschen sind einfach so Herdentiere. Wir orientieren uns immer an anderen. Und das ist für uns auch so eine ganz wichtige Benchmark. Was sagen eigentlich andere über uns? Und ganz oft ist es dann auch so, dass wir Dinge gar nicht erst angehen, weil wir Angst haben, enttäuscht zu werden oder auch zu versagen dann. Wie geht man denn jetzt mit solchen Ängsten um und sagt, ich gehe das jetzt trotzdem an? Weil es mir wichtig ist vielleicht. Wie geht man mit solchen Ängsten um? Naja, idealerweise hat man diese Ängste gar nicht. Weil wenn man ein bestimmtes Wissen über den schöpferischen Prozess hat, weiß man, was am Ende dabei herauskommt. Man weiß noch nicht genau, wie man da hinkommt, wie der Weg aussieht, aber man weiß, wie das Endziel aussieht. Und wenn man, sagen wir mal so, bei gesundem Verstand ist, dann sucht man sich ein Endziel aus oder ein Ideal oder eine Vision, die einfach prächtig ist. Die ist gesund, die ist wohlhabend, die ist souverän, die ist freudvoll, die ist liebevoll. Also all die positiven Attribute beinhaltend. So, und wenn ich das im Sinne behalte, im Auge behalte, dann wird sich auch das für mich verwirklichen, weil das gar nicht anders geht, weil wenn ich meine Aufmerksamkeit auf diese Dinge richte, dann verwirklicht sich das und dann brauche ich auch keine Angst zu haben. Ich kann mich einfach sehr selbstbewusst und entspannt auf den Weg machen, weil ich ja weiß, wie das Ende aussieht. Ich weiß zwar nicht, wie die nächsten Schritte genau aussehen. Dieser Weg wird sich mir aufzeigen, während ich ihn begehe. Aber ich weiß am Anfang schon ganz genau, wie das Ende aussieht. Und deshalb brauche ich auch keine Angst zu haben, sondern ich gehe da wirklich mit Mut und mit Zuversicht ran, weil das Leben entfaltet sich ja gesetzmäßig. Das ist ja keine Chaos-Suppe, durch die ich da warten muss, sondern es ist ja alles wirklich ein gesetzmäßiger Prozess. Und wenn man den kennt, dann handelt man natürlich auch auf eine bestimmte Art und Weise sehr viel klarer und souveräner und konkreter und auch disziplinierter und beharrlicher und ist auch geduldig, bis dann das Endziel erreicht ist. Also dann hat man auch wirklich keine Angst vor dem Prozess oder vor dem Neuen. Das eine ist natürlich die Angst, etwas zu starten. Das andere ist natürlich auch eine gesunde Selbsteinschätzung, wenn es um Ziele geht. Weil wenn man sich zu oft zu hohe Ziele setzt, das ist natürlich auch ziemlich deprimierend auf Dauer. Woher wissen wir denn jetzt, welche Ziele für uns realistisch sind und wo wir uns tatsächlich dann überschätzen? Ich vergleiche das immer mit so einer Zeitlinie, so von 1 bis 13. Du fängst bei 1 an und dein Ziel ist bei 13. Du machst aber keinen Quantensprung von 1 bis 13, sondern du machst erstmal einen Sprung oder einen Schritt von 1 bis 2, weil 2 ist innerhalb der Reichweite. Und von 2 aus ist 3 innerhalb der Reichweite. Und so arbeitest du dich nach vorne, bis du irgendwo bei 12 stehst und bei 12 ist 13 das Normalste auf der Welt. Also wisse einfach, dass du dich auf einen Prozess einlässt, dass dieser Prozess eben aus mehreren Schritten besteht. Und dass die Natur das so eingerichtet hat, um den Schmerz rauszunehmen, um dir diese Reise einfach zu gestalten. Weil du nämlich ganz einfach von 1 bis zu 2 gehst und von 2 zu 3, von 3 zu 4 und so gehst du halt voran. Und so rückt das Ziel halt Schritt für Schritt in greifbare Nähe. Also einfach zu wissen, ist ein Prozess. Ich weiß nicht, wie Schritt 7 oder 8 aussieht, aber ich weiß, wie 7 und 8 aussieht, wenn ich bei 6 stehe. Ja? Und dann einfach sich aufmachen und wissen, dass es einfach nur eine Frage der Zeit ist und natürlich der konkreten Handlungen, bis ich mein Ziel erreicht habe. Das war jetzt sogar eine Matheaufgabe, die ich verstanden habe, obwohl das nicht mein stärkstes Fach war. Von 1 geht es auf 2 hoch. Wichtig ist ja aber da zu wissen, wie teilt man sowas ein? Also woher weiß ich, was 1 und was 2 ist? Deswegen noch kurz die Frage, um die Hemmung mal ein bisschen runterzusetzen, wenn man wirklich was hat, was einem wichtig ist.
Wie geht man das am besten an? Also wie starten wir am besten, wenn wir jetzt gerade mal zum Beispiel auf diese Skala denken? Was wären so die ersten Schritte, wo du sagst, naja, wenn ich jetzt ein Projekt habe, das ist realistisch, das könnte eine 1, das könnte eine 2 sein. Wie definiere ich das? Wie gehe ich das Thema an? Die Antwort darauf ist eigentlich mehr eine philosophische oder so eine grundsätzliche. Das heißt, welches Wissen brauche ich für den schöpferischen Prozess? Das heißt, um ein Ziel zu erreichen. Und welche Fähigkeiten muss ich haben? Denn die Fähigkeiten, die ich jetzt besitze, haben ja dazu geführt, dass ich dieses Ziel nicht erreicht habe. Vielleicht mich auch noch gar nicht auf diese Reise gemacht habe. Dieses Ziel für mich bis dato gar kein Ziel war, jetzt aber zu einem Ziel geworden ist und sich vielleicht jetzt auch als unrealistisch herausstellt. Nicht herausstellt, nicht das falsche Wort. Es hat den Anschein, als wäre es unrealistisch. Aber Realität ist auch immer nur eine Momentaufnahme, es ist kein fixer Zustand. Das heißt, das, was für mich zum jetzigen Zeitpunkt unrealistisch erscheinen mag, schönes Wort, erscheinen mag, ist dann vielleicht in 4, 5, 6, 7 Wochen gar nicht mehr unrealistisch, weil halt in der Zwischenzeit so viele Dinge passiert sind, die mich diesem Ziel näher gebracht haben. Du brauchst für jeden schöpferischen Prozess brauchst du erstmal ein gewisses Maß an Körperkontrolle und du brauchst ein gewisses Maß an Gedankenkontrolle. Und du kannst deine Gedanken nicht kontrollieren, wenn du keine Körperkontrolle hast. Also musst du erstmal körperlich so ein bisschen in die Ruhe kommen, dich kontrollieren, nicht jedem Impuls nachgehen, jedem Reiz, jedem Zwicken, Jucken etc. Erstmal schön in die Ruhe kommen, um dann deine Gedanken zu kontrollieren. So, und wenn du dich sowohl kontrollieren als auch entspannen kannst, ist es erstmal völlig egal, was im Außen passiert, weil du ja immer gechillt bist. Und dann und erst dann durch die gedankliche Entspannung machst du überhaupt Raum für neue Gedanken. Und die musst du dir machen, damit du dir neue Bilder, geistige Bilder von dem schaffen kannst, was du im Leben verwirklicht sehen oder haben möchtest. Aber dafür bedarf es halt dieser grundlegenden Elemente, Körperkontrolle, Gedankenkontrolle, körperliche Entspannung, gedankliche Entspannung. Ich habe eingangs erwähnt, dass Forscher gerade herausgefunden haben, jetzt aktuell in der Corona-Krise, was diese ganze Isolation und die Kontaktbeschränkungen mit uns anstellen, nämlich ein geringes Selbstwertgefühl. Und das Interessante daran fand ich, dass besonders stark betroffen waren Frauen und vor allem Jugendliche. Und da war vor allem die Rate ganz extrem hoch bei Jugendlichen, die extrem viel Social Media genutzt haben. Also je höher die Social Media Nutzung war, desto schlechter haben sie sich selber gefühlt. Wahrscheinlich, weil das, was in der bunten, schönen Scheinwelt da so gezeigt wird, eben gar nicht ihrem realen Leben entspricht. Was sind denn da deine Beobachtungen in Sachen Frauen und Jugend bzw. Social Media mit diesem ganzen Thema Selbstwert, Leistung und Erfolgsdruck? Ja, bei Frauen ist es traditionell so, dass sie halt mehr für andere da sind. Sie sind für den Ehepartner da, sie sind für die Kinder da. Man ist immer für andere da, nur nicht für sich selbst. Und wenn du keine Selbstliebe hast, dann hast du auch kein Selbstwertgefühl. Ich meine, das geht ja Hand in Hand. Ja, denn die Liebe zu dir selbst zeigt sich ja auch dadurch auf, dass man die eigenen Werte erkennt. Und das ist bei Frauen eben weniger ausgeprägt. Bei Jugendlichen kann ich mir das nur so erklären, dass sie so sehr in der Außenwelt leben, und sich von dieser Außenwelt eben auch beeinflussen lassen und eben nicht durch diese Innenschau und durch diese in die Ruhe gehen, in die Stille gehen, zu einer eigenen Realitätsgestaltung kommen und dadurch empfänglich sind für das, was ihnen im Außen vorgespielt wird. Derjenige, der sich mit sich selbst befasst, der immer wieder die Ruhe aufsucht, in die Stille geht, Kontakt mit der Natur sucht, etc., Abstand nimmt von der beschäftigten Welt im Außen, der hat natürlich oder entwickelt natürlich auch ein ganz anderes Selbstwertgefühl, weil der eine Wertschätzung entwickelt, eine Wertschätzung zur Natur, die ihn hervorgebracht hat, eine Wertschätzung zu sich selbst, was man selbst schon geleistet hat und natürlich dahinter immer der Gedanke stehend, wenn ich nicht entscheide, wie es mir geht, dann tun das andere. Und wenn ich schon die Möglichkeit habe, für mich zu entscheiden, wie es mir geht, mental, emotional, körperlich etc., naja, dann entscheide ich mich doch fürs Positive, fürs Optimistische, fürs Gute, weil ich ja weiß, dass sich das gesetzmäßig auswirkt. Das heißt, wenn ich ein gesundes Bewusstsein habe, dann erfahre ich eben Gesundheit. Wenn ich ein liebesvolles Bewusstsein habe, erfahre ich Liebe.
Und wenn ich ein Wohlstandsbewusstsein habe, dann erfahre ich Wohlstand, weil das gar nicht anders sein kann, weil das über das Resonanzgesetz, über das Gesetz der Anziehung ja mehr von dem zu uns bringt, womit wir uns befasst haben, weil wir einfach dieses Gehirnkostüm haben, dieses Nervkostüm haben. Ein Gehirnkostüm, das finde ich sehr schön. Ich kann auch nur zustimmen. Ich habe angefangen zu wandern jetzt in diesen Zeiten und ich finde, raus in die Natur ist immer eine ziemlich gute Idee. Mal Handy auslassen tut auch gut. Ansonsten, wenn man das Handy anmacht, dann natürlich mehr so Tipps gucken wie von Helma. Wir haben auch noch mehr auf diesem Kanal, also deswegen einfach den Kanal abonnieren und gerne auch liken und kommentieren. Wir sind sehr gespannt auf die Kommentare und ansonsten sehen wir dich wieder, lieber Helma, im nächsten Video. Ich danke dir für deine ganzen Tipps.